Wir kommen jetzt aus dem Modell- und Formenbau, das haben Sie mitbekommen, und sind jetzt hier in der Weißfertigung in der Hummel-Manufaktur in Rödental und treffen jetzt hier den Meister der Weißware, wenn man so möchte, Ralf Böhm. Servus, Ralf. Servus, Geoffrey. Schön, dass du Zeit hast. Ja, klar. Das ist so dein Bereich, den du hier zu verantworten hast bei Hummel. Was passiert denn hier genau? Hier stehen die Formen, sie werden dann eingegossen mit unserer Steingutmasse. Und die Steingutmasse besteht aus plastischen Rohstoffen wie Ton und Kaolin, aus unplastischen Rohstoffen wie Feldspat und Quarz, wird dann mit Wasser verflüssigt und mit Verflüssigungsmittel, kommt dann über ein Rohrleitungssystem hier an den Gießplatz an und wird dann eingegossen. Wie soll man das erklären? Also es ist eine flüssige Masse innerhalb dieser Gipsform? Innerhalb dieser Gipsform, jawohl. Wenn eingegossen ist, zieht der Gips die Flüssigkeit, das Wasser, was in der Masse ist, an. Und es bildet sich dann ein Scherben, eine Haut an der Innenseite der Form. Wenn ich die Stärke erreicht habe, gehe ich her, drehe die Form rum und die Masse, wo noch flüssig ist, läuft dann aus und das andere bleibt dann in der Form kleben. Was kann man dann damit dann schon machen? Ist das dann schon jetzt zum Weiterverarbeiten gedacht? Da hier auf der Bank liegt alles, was ich für die Figur brauche. Vom Postament über Köpf, über Arme, alles da. Die Teile werden dann in Gipskästen gelegt, dass sie schön feucht bleiben und gehen dann zur Weiterverarbeitung auf die andere Seite rüber. Dann werden die Nähte verputzt, die Gießnähte, und die Teile werden zu einer ganzen Figur zusammengesetzt. Also ein ganzes Leben für die Hummel, Ralf? Ein ganzes Leben für die Hummel. Sehr gut. Und wo gehen wir jetzt hin? Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt wäre das Nassverputzen. Okay, und da schauen wir uns mal rüber. Da können wir mal rüberschauen. Was die Kolleginnen und Kollegen da machen. Dankeschön. Und Sie nehmen wir natürlich mit. Ja. Soweit also ein Einblick in die Gießerei. Und jetzt gehen wir gemeinsam rüber zum Garnieren. Hallo Steffi. Hallo Geoffrey. Wir freuen uns, dass wir auch mal bei dir über die Schulter schauen dürfen. Uns interessiert natürlich, was deine Aufgaben hier sind. Ich bin Garniererin. Ich setze die Einzelteile der Figuren zu einer kompletten Figur zusammen. Eine Figur besteht also aus mehreren Teilen? Es sind deswegen Einzelteile, weil man die Figuren nicht im Ganzen gießen kann. Die würden nicht aus der Form gehen. Und wie fängt das jetzt genau an? Wie beginnt das? Bevor ich mit dem eigentlichen Garnieren beginnen kann, müssen die Nähte noch entgradet werden und die Luftverbindungen geschnitten werden, verschwommene Teile nachgearbeitet werden. Und dann, wenn die Teile vorbereitet sind, beginne ich mit dem Zusammensetzen der Figur. Ich trage Schlicker auf die Ansatzflächen auf, setze dann Stück für Stück die Figur zur kompletten Figur zusammen. Im lederharten Zustand streiche ich dann den überschüssigen Schlicker und versäubere ihn mit dem Pinsel und Pinselholz. Jede Figur hat ja, wenn man genau hinschaut, so ein kleines Löchlein. Für was ist das genau? Es befindet sich an einer versteckten Stelle, damit die Luft beim Brand entweichen kann. Das heißt, die Luft dehnt sich im Brand aus und muss dann irgendwo entweichen können, sonst würde die Figur platzen. Jede Figur hat ja auch eine Nummer. Was hat es damit auf sich, Steffi? Das ist die Stempelnummer. Jeder Garnierer hat seine Stempelnummer. Und da kann man erkennen, wer die Figur gemacht hat. Was steht bei dir drauf? Die 11. Also wer in den letzten 32 Jahren eine Figur mit der Nummer 11 gekauft hat, die habe ich gemacht. Und jetzt im Anschluss, wie geht es jetzt weiter? Dann muss er erstmal trocknen. Das dauert bei so einer Größe ungefähr eine Woche. Dann wird sie nochmal entkontrolliert und dann geht es ab in den Sprühbrand. Vielen Dank, Steffi, dass du uns das erklärt hast. Bitteschön. Jetzt geht's rüber zum Sprühbrand.
Hier sind wir also jetzt bei den Brennöfen in der Hummelmanufaktur in Rödental. Hier werden diese Figuren in der Tat gebrannt. Das ist ja momentan noch die Rohware, die aus der Weißfertigung kommt, kontrolliert wurde. Und eben die Figuren wurden hier erstellt. Mehr dazu und genaueres kann uns der Ralf erzählen. Seit vielen Jahren Mitarbeiter dieses Hauses. Jawohl. Grüß dich, Ralf. Grüß dich. Und du kennst dich natürlich bestens aus. Das hoffe ich doch. Das ist die Rohware, die wir hier sehen. Die Figuren sind ersichtlich, aber natürlich noch längst nicht fertig. Was passiert denn jetzt als nächstes? Die Rohware wird jetzt in das Gestell reingestellt. Wenn es voll ist, kommt es in den Ofen rein. Der Ofen wird gestartet und bis er die richtige Brenntemperatur von 1140 Grad erreicht hat, bekommen die Figuren ihre mechanische Festigkeit. Welche Brände, welche Brennvorgänge gibt es denn? Der erste wäre jetzt der Sprühbrand. Der ist bei 1140 Grad. Da werden die Figuren dichter, die bekommen ihre mechanische Festigkeit. Der zweite ist der sogenannte Glattbrand. In dem Glattbrand wird die Glasur eingebrannt. Und was passiert dann danach? Nach dem Sprühbrand kommt die Sprühkontrolle. Da wird kontrolliert, ob Risse in der Figur drin sind, die man dann zustreichen kann. Danach geht es zum Glasieren in die Glasiererei. Da wird die Glasur aufgetragen und wird dann im zweiten Brand, den sogenannten Glattbrand, gebrannt bei 1040 Grad. Interessant ist natürlich auch zu erfahren, wie lange wird denn gebrannt? So ein Brand dauert so ca. 17 Stunden. Wozu ist denn dieser dritte Brand dann noch nötig? Dann geht es weiter in die Malerei. Da bekommen die Figuren ihren Dekor und die Farbe muss natürlich auch noch eingebrannt werden. Das passiert dann bei 640 Grad. Ralf, wir sehen ja hier ein Ensemble von zwei Figuren, aber natürlich sind es ja in Wahrheit drei. Warum sehen wir denn momentan die dritte nicht? Aus maltechnischen Gründen ist es schwer, die drei zusammen zu malen. Deswegen haben wir die getrennt. Und dann werden die Figuren wieder zusammengefügt? Wenn sie fertig bemalt ist, gebrannt ist, wird die dann draufgeklebt. Und wie geht es jetzt weiter, Ralf? Denn die Figuren sind ja noch lange nicht fertig. Nach dem Sprühbrand werden die Figuren sortiert. Das heißt, Fehler werden ausgebessert oder die, wo nicht mehr zum Ausbessern sind, werden entsorgt. Und danach kommen die Figuren zum Glasieren. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und da gehen wir jetzt hin. Da gehen wir jetzt hin. Auch diese Station, liebe Hummelfreunde, ist uns natürlich einen Besuch wert. Diese Figuren, die wir jetzt hier sehen, die kommen aus dem sogenannten Sprühbrand und werden hier nun weiterverarbeitet. Dafür verantwortlich ist die Anne und auch ihr dürfen wir mal über die Schulter schauen, welche Aufgaben sie hier tagtäglich hat. Hallo Anne, schön, dass du ein bisschen Zeit hast für uns. Wir wollen natürlich mal gucken, was deine Aufgaben so sind hier in der Hummelmanufaktur. Und vielleicht kannst du uns am Anfang gleich mal erklären, was der Unterschied ist zwischen den beiden Figuren, die wir hier vor dir sehen. So sieht die Figur nach dem ersten Brand aus. Die ist porös und ganz rau von der Oberfläche. Und nach dem Glattbrand ist sie glatt und fest glänzend, damit die Farbe dann auch drauf hält und der Schutz einfach da ist für die Figur. Was ist jetzt deine Aufgabe genau? Was tust du jetzt an der Figur? Ich glasiere den Sprühscherben. Also nach dem ersten Brand mache ich die Glasur drauf. Sie wird erst getaucht in so einem Tauchbecken und dann glasiere ich sie mit der Spritzpistole. Und auf was musst du im Speziellen achten beim Glasieren? Ganz wichtig ist, dass alle Stellen glasiert sind, sonst bleiben poröse Stellen übrig. Kann man natürlich nicht verwenden. Dass nicht zu viel Glasur drauf ist, sonst haben wir keine Augen mehr, keine Hände. Dass der Boden gewischt ist, unten das Postament, sonst bleibt es an der Brennplatte haften.
können wir auch nicht weiter verwenden. Warum wird denn eigentlich in Blau glasiert? Einfach aus dem einfachen Grund, damit ich sehe, ob überall Glasur drauf ist. Die Farbe ist dann weg? Ja, das brennt dann weg im Ofen und ist natürlich Gott sei Dank nicht mehr zu sehen. Mhm. Vielleicht kannst du uns das mit einfachen Sätzen erklären, aus was besteht denn diese Glasur? Hauptsächlich aus Quarz, Ton, Kaolin, Feldspat und noch andere Bestandteile. Und wie geht es jetzt weiter? Wenn ich fertig bin, kommt sie wieder in den Ofen. Das ist der zweite Brand bei 1080 Grad, ca. 17 Stunden und dann geht es in die nächsten Abteilung. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für das Gespräch und gehen jetzt eine Station weiter. Danke, Anne. Gerne. Tschüss.